Hallo Vogelfreunde, heute bringe ich euch wieder eine kleine Geschichte aus meinem Fototagebuch. Der Blick aus meinem Fenster beglückt mich jeden Morgen. Auch im hohen Alter sollte man immer wieder mal versuchen, am Puls der Zeit zu bleiben. Das Alter hat so seinen Preis. Das ist mal dann so wie mit dem Bergsteigen. Je höher man steigt, je kurzatmiger wird man. Aber wenn man oben angekommen ist, ist man beglückt und hat einen weiten Blick. Huschen nicht täglich hunderte von Eindrücken an uns vorüber? Unsere Zeit ist schnelllebig geworden. Sie verlangt von uns alles. Denn Zeit ist Geld. Und Geld bedeutet Macht. Na, und wer möchte nicht mächtig sein? Aber dennoch sind immer viele Menschen, ob jung, ob alt, unterwegs und genießen die Natur und erfreuen sich an dem, was die Natur uns schenkt. Auch unter den YouTubern sind viele junge Leute, die mit der Kamera unterwegs sind und alles, was Schönes dokumentiert. Also machen wir uns gemeinsam auf den Weg. Ich bin wieder an meinem Lieblingsplätzchen angekommen. Ich werde hier eine Zeit lang verweilen, um die anfallenden Waldvögel zu fotografieren und zu filmen. Die Futterstelle ist schon bestückt und wartet schon auf das, was da kommt. Da bettelt doch jemand um Futter. Sie merken schon, mein erster Stargast ist schon an der Futterstelle. Einige meiner Fotokameraden haben mich gefragt, mit welcher Kamera ich meine Aufnahmen mache. Also ich arbeite mit einer Bridge-Kamera, Coolpix 900. Ich habe mich für diese
Kamera entschieden, weil sie erstmal alle Brennweiten abdeckt, von 24 mm bis 2000 mm. Und der nächste Grund ist, ich hatte es satt, diese vielen Objektive und Kamera und Zubehör herumzuschleppen, weil das hat mein Alter und auch mein Gesundheitszustand nicht mehr zugelassen. Also habe ich mich für diese Kamera entschlossen und bin auch sehr zufrieden mit dem Resultat. Für meine Bedürfnisse immer noch okay. Ich muss aber erwähnen, dass ich prinzipiell ohne Stativ keine Aufnahmen mache. Durch die lange Brennweite ist die Verwacklungsgefahr doch riesig groß. Was guckst du? Ja, ja, die Luft ist rein, du kannst ruhig weiter fressen. Schauen wir uns nun mal ein wenig in der näheren Umgebung um, denn es lohnt sich auch hier einmal einige Blicke zu verschwenden. Die Rhododendron-Hecke ist einfach eine Pracht und ein Genuss. Diesen schönen Anblick sollte man doch wirklich genießen. Bei dieser Aufnahme habe ich natürlich ein wenig nachgeholfen und getrickst. Ein wenig Gartengestaltung macht auch Sinn.
wenden wir uns nun unserem eigentlichen Thema, der Vogelfotografie, zu. So hatte ich ursprünglich meine Futterstelle eingerichtet. Ich dachte, mit Totholz sieht das alles sehr natürlich aus. Aber es hatte auch einen Nachteil, wie wir gleich sehen werden. Ungeziefer wie Mäuse und Ratten kletterten am Stamm hoch und bedienten sich ebenfalls von dem Futter. Um dieses zu vermeiden und zu verhindern, habe ich meine Futterstelle umgebaut. Aufgrund dieser Bilder ist es doch nicht mehr als recht, wenn man die Futterstelle verändert, so wie ich es jetzt getan habe, diese Korkeichenrinde auf ein erhöhtes Metallgestell montiert. Außerdem ist diese Futterstelle transportabel und ich kann sie immer wieder an verschiedenen Stellen deponieren. Sofort waren nun die Vögel die alleinigen Besitzer der Futterstelle.
eine Futterstelle am Boden einzurichten, hat immer den Nachteil, dass man Ungeziefer anzieht, was man ja möglichst vermeiden will. Eine Futterstelle im Garten soll ja Freude bereiten und ästhetisch sein, wenn wir die Vögel in ihrer natürlichen Umgebung beobachten, und nicht ekelerregend sein. Solche Bilder gehören zwar zur Natur, aber wir wollen sie nicht in unserem Garten sehen. Um ein Vielfaches ästhetischer ist doch dieser Anblick des Buntspechts. Es wird Ihnen schon aufgefallen sein, dass der Buntspecht bei mir oft in Szene gesetzt wurde, aber er gehört nun einmal zu meinen Lieblingen. Ich kommentiere mit Absicht meine Bilder nicht. Ich möchte jedem den Freiraum lassen, sich selbst eine Meinung zu bilden.
diese Aufnahmen vom Eichler zählen durchaus zu meinen Highlights. Ein junger Eichelherr wartet auf Futter. Ich mache noch einen kurzen Besuch zu meinem beliebten Waldweiher. Um die Zukunft weiterer Naturliebhaber brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Der Nachwuchs ist schon unterwegs. Die neue Generation lässt herzlich grüßen.